Bei beiden Topmodellen wird der Reiniger durch Tastendruck aufgebracht. Also lass nochmal laufen. Drücken wir die Taste Liquid und dann kommt der Reiniger durch die Absaugarme auf die Platte. Und bei dem einfachsten Modell, die Leva Amano, da muss ich halt den Reiniger noch händisch mit dem Spritzfläschchen auftragen, was in der Praxis gar kein Problem ist. Also wenn ich das mit dem Fläschchen mache, dauert es genauso lang oder kurz, wie wenn ich die Taste drücke. Das Endergebnis bei allen Levar-Maschinen ist deswegen das gleiche, weil wir haben ja den gleichen Reiniger, wir haben die Mikrofaser und wir haben am Ende die starke Absaugung. Bei der Gritter gibt es die Wahlmöglichkeit nicht, außer dass es jetzt seit 3 Monaten ein Mark II-Modell gibt, was erfreulicherweise im Preis gleich geblieben ist und sich in manchen Details noch ein bisschen verbessert zeigt, aber es ist nicht der Rede wert. Also es wurde ein stärkerer Ultraschallgeber verbaut, es wurde ein bisschen Kosmetik gemacht. Man merkt im direkten Gebrauch merkt man also gar keinen Unterschied. Die Maschine kam ausgereift auf den Markt. Bei beiden Maschinen ist zu erwähnen, dass man kaum Verschleißteile braucht. Bei der Degritter ist das einzige Verschleißteil der Filter, der hier an der Seite drin steckt. Man sollte so alle 50 bis 100 Platten sollte man diesen Schaumstofffilter austauschen oder auswaschen, geht auch. Man sieht es, wenn der grau ist und dreckig, wird da gefiltert. Das ist das einzige Verschleißteil erfreulicherweise, wo wir bei einer Degritter brauchen. Wir brauchen bei der Degritter, wie schon gesagt, keinen Reiniger. Wir brauchen nur destilliertes Wasser. Ist auch sehr gut für die Kostengeschichte. Bei den Levar-Maschinen war uns auch wichtig, dass man kaum Verschleißteile braucht. Das Einzige, was man ab und zu wechseln muss, sind eben die Mikrofaserstreifen oben und unten, die den Kontakt zur Platte herstellen und gleichzeitig eben das Reinigungsmedium sind in der zweiten Stufe. Es ist immer die Gretchenfrage, was besser ist, kann man da gar nicht wirklich beantworten. Der Perfektionist, der bestmögliche Klangqualität möchte, wählt eher eine Levar, weil wir da einfach das bestmögliche Reinigungsergebnis erreichen. Wer sagt, ich bin auch mit 95% zufrieden, ich schätze die smarte Bedienung, ich schätze die Kompaktheit, ich schätze die Berührungslosigkeit, kauft eine Degritter. Ganz einfach. Ja. Ich lasse gerne mal laufen, dass ihr das auch alle mal richtig seht. Gibt es irgendwie Fragen zu diesem Thema? Das Wasser, wie oft wird das getauscht in der Degritter, wenn die Schallplatten halbwegs sauber sind? Das können Sie, ich sage mal, so im Schnitt einmal die Woche vielleicht wechseln. Ja. Es ist auch ein bisschen ein Schwund da, also das Wasser nimmt ein bisschen ab mit der Zeit. Ist kein Kostenfaktor, destilliertes Wasser, Baumarkt, 2 Euro, so ein 5-Liter-Kanister, wenn ich es richtig weiß. Also vielleicht ja, ein, 2 Wochen. Wie viele Liter passen da drin? Gute Frage. Ich glaube, es sind roundabout 1 Liter, glaube ich. Bei unseren Maschinen für den deutschen Markt ist übrigens immer ein zweiter Tank mit dabei. Also das haben wir rausgehandelt, dass ein Ersatztank dabei ist. Das ist in der Praxis recht geschickt, wenn man da einfach noch einen zweiten Ersatztank hat. Sie hatten eine Frage. Ja, wo man ab und zu Sachen austauschen muss. Was heißt jetzt ab und zu? Wie oft muss ich das jetzt so grob austauschen, dass die Wirkung? Also die sind vorneweg, die sind selbstklebend, das zieht man einfach ab. Das sind so Mikrofaserstreifen und die tun sich im Lauf der Zeit einfach ein bisschen plattrücken. Man ist gut beraten, wenn man mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch ab und zu einfach mal drüber streift, ja, weil es tun sich bei dem Mikrofaserprinzip tun sich auch so Flausen mit der Zeit einfach am Rand absetzen und dann streift man da einmal drüber und dann ist das wieder sauber. Ich sage mal so ungefähr alle 300 bis 500 Platten sollte man die mal auswechseln.
Irgendwann sind sie so plattgedrückt, dass sie sich kaum noch aufrichten. Die Lautstärke ist bei allen guten Maschinen, früher war das ein ganz wichtiges Thema. Also vor 10 Jahren war eine Frage, die in jedem Gespräch kam, wie laut sind die Dinger? Das hat mittlerweile an Wichtigkeit verloren, weil alle führenden Maschinen nicht mehr so staubsaugerartig unterwegs sind. Also der Nachteil der preiswerten Maschinen ist, wie gesagt, die fehlende Bürste. Ich muss von Hand halten. Der zweite Nachteil ist sicherlich die einfache Verarbeitungsqualität. Und der dritte Nachteil ist halt die höllische Lautstärke, die die Dinger teilweise entwickeln. Also mit denen kann man nicht nachts um 12 Platten waschen, ohne die Nachbarn zu stören. Mit diesen beiden ist das durchaus möglich. Ja. Vor allem machen sie alle einen angenehmen Ton, einen angenehmen, tiefen, brummigen Ton, werden wir gleich sehen dann. Vor einigen Jahren ist mal in einer amerikanischen Fachzeitschrift, Chemie-Magazin, ein Artikel erschienen, der so ein bisschen zur Sorge Anlass gibt, dass Ultraschallmaschinen die Oberfläche vom Vinyl angreifen. Das höre ich auch immer wieder, aber entscheidend ist die Dimensionierung der Ultraschallstärke. Und ich weiß, dass De Gritter, ich habe die ja schon öfters besucht, in Tartu, die kommen aus Tartu, meine Frau kommt aus Riga, das ist nicht weit entfernt. Da sind wir jeden Sommer einmal auch in Tartu und besuchen die Jungs. Mittlerweile große Firma geworden mit bestimmt 20 Mitarbeitern. Als ich die zum ersten Mal kennengelernt habe und mir das angeguckt habe und auch den Vertrag unterschrieben habe für den Vertrieb, war mir das auch ganz wichtig, das Thema. Und sie haben mich als Nicht-Techniker damals voll überzeugt. Sie haben mir die Messreihen gezeigt, die gemacht haben. Sie haben mir die Alufolien gezeigt, die sie zerschossen haben mit dem Ultraschall. Ich bin kein Techniker, aber mir scheint, die haben alles richtig gemacht. Also ich habe noch nicht die geringsten Probleme in der Richtung gehabt, aber noch gar keine. Und ich glaube auch, dass man das Thema komplett vergessen kann. Umgedreht höre ich genauso oft, ja Mensch Molitor, du hast da jetzt so eine Mikrofaser drin, die kann ja theoretisch auch mal die Platte vielleicht verkratzen. Ja? Oder da kann, wenn jetzt einer die Mikrofaser gar nicht sauber macht, nie, dann kann sich da ja auch Schmutz ansammeln, der irgendwo in unserem Hinterkopf oder auch in der Praxis da sich störend auswirkt. Dieses Argument höre ich öfters und kann es genauso absagen wie hier. Ja, was interessiert Sie noch? Jetzt wollen wir mal hören, wie laut die sind. Ja, genau. Also, ich lasse mal die... Also die Platte wird bei der LeVar Twin und Unica wird die einfach auf diesen kleinen Miniteller draufgelegt, der ja nur das Label abdeckt, wird dann mit so einer Art Spannzange drücken und drehen, wie bei BMW. So, und jetzt ist die fest und dann schwenke ich den oberen Arm ein. Die beiden Arme ziehen sich durch Permanentmagnete, durch Neodymmagnete mit dem leichten Anpressdruck an. Rotation ist die erste Taste, die kann ich wechseln, rechts, links. Beim Reinigungsvorgang ist die Laufrichtung eigentlich nach meinem Geschmack nicht wichtig. Beim Absaugvorgang finde ich es ganz gut, wenn man einmal die Richtung wechselt. Und dann drücke ich hier einfach Liquid. Die hat also einen integrierten Reiniger und Abwassertank. Ja. Ich habe die Teile auch dabei, die zeige ich Ihnen mal. So, jetzt waren das so 2-3 Stöße und dann ist die Platte komplett mit Reiniger beschichtet. Sehr gleichmäßig, sehen Sie jetzt natürlich von da nicht. Gibt so eine sauber glänzende Oberfläche, braucht relativ wenig Reiniger. Und was wir jetzt erleben, ist der Waschvorgang. Den kann ich jetzt mal abkürzen, weil da ändert sich jetzt nichts mehr. Das lässt man jetzt einfach Minimum 3 Minuten nach unserer Meinung
bis 10 Minuten, wer möchte. Also die Cola Whisky Platte, die hat glaube ich 20 Minuten gebraucht, aber dann war die top sauber, war nichts mehr drin. Und dann geht man nahtlos in das Vakuum über. Und das braucht so 20 Sekunden, halbe Minute. Die Absaugung ist sehr, sehr stark. Ja. Ist praktisch ein Schlitz oben und unten in den Dinger drin, in den Armen drin. Und da wird es praktisch abgesaugt. Ja. Und geht dann in den Altwassertank rein. Ja. Und hier bin ich jetzt ganz gut beraten, wenn man einmal die Richtung wechselt. Also die ist jetzt schon lang trocken. Die kann man sofort abspielen oder sofort in die Hülle reintun. Und dann muss ich einfach Vakuum beenden. Wenn ich klug bin, tue ich im gleichen Moment noch den Arm da raus tun, solange die Turbine runterfährt. Dann ist auch die Gefahr minimiert, dass es zu so einem Streifen da kommt. Ja. Das war jetzt etwas abgekürzt, der Waschvorgang und Absaugvorgang. Aber da liegen während der Absaugung jetzt noch die Mikrofone? Ja, genau. Genau. Die werden quasi gleichzeitig wieder mitgetrocknet. Das funktioniert, ja. Genau. Und das ist ja jetzt kontaminiert. Ja? Also dieser Mikrofaserstreifen ist ja jetzt mit Schmutz kontaminiert. Richtig. Der alte VPI-Freak nimmt den Sauger raus, irgendwann nimmt eine Zahnbürste, macht das Zeug weg, packt wieder drauf und macht die nächste Runde. Das gleiche Problem haben wir beim Clear Audio eben mal. Die eine Seite kann ich sauber machen und die andere mal kann ich nicht sauber machen. Ah doch, ich komme an beide ran. Gell. Ich nehme einfach ein Mikrofasertuch, zack, einmal so drüber. Das sollte man in der Tat machen, dass sich da nichts einlagert im Laufe der Zeit. Gell. Aber klar, ich muss da gucken, dass die ein bisschen sauber sind. So jede dritte, vierte Platte mal mit Mikrofaser geschwind drüber, dauert eine Sekunde. Dafür habe ich ein optimales Reinigungsprinzip. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, ja. Es ist ein bisschen Geschmackssache. Hier habe ich gar keine Berührung, ja. Sehr smart, sehr modern. Wir kennen das alle von Brillen vom Optiker. Das funktioniert. Kleiner Nachteil, bisschen auf ganz hohem Niveau, bisschen verringerte Leistung. Ansonsten kann man nichts sagen zur Ultraschallmaschine. Ich habe jetzt hier mal das Quick-Menü eingestellt. Und die läuft jetzt einfach los. Also das Menü jetzt zu erklären, dauert zu lang. Da gibt es x Varianten, man hat genügend Spielmöglichkeiten, drei Grundprogramme. Jetzt füllt sich gerade die Maschine und dann läuft es automatisch los. Washing. Und da wird die jetzt so 5 Minuten so hin und her geschaukelt. Wenn Sie genau hingucken, immer so vor und zurück. Ganz langsam, leiser Lüfter ist halt hörbar jetzt, aber stört natürlich nicht. Und das ist jetzt der Waschvorgang bei einer Dekritter. Sehr. Bei der Levagin Singles sowieso. Ja, genau. Ja. Singles, 10 Inch und LPs. Ja. Und hier gibt es entsprechende Adapter. Praktisch so, ja, Adapter, so Plastikteile, wo man die Platte reinmacht, ja, als Zubehörteil. Also bei Shellac muss ich auch gestehen, haben wir zu wenig Erfahrung. Wir empfehlen es jetzt mal nicht. Unser Reiniger ist weitestgehend baugleich mit dem Reiniger von Clear Audio, mit dem Pure Groove. Die wiederum haben einen Spezialreiniger mit dem Namen Shellac. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nie probiert. Shellac ist einfach, zumindest bei mir oder in unserem Kundekreis, eher selten. Also mit dem Shellac-Reiniger müsste es eigentlich gehen. Ja. Dekritter empfiehlt keine Shellac-Reinigung, das kann ich sagen.